Ich bin Lopas und bin unter anderem ein Get Physical Künstler. Das heißt, ich produziere Musik und das schon eine ganze Weile. Und bin jetzt heute hier und spiele ein Live-Set in Zürich in der Pfingstweide. Meine Wurzel musikalisch, das ging relativ früh los. Ich habe einen Bruder, der ist 10 Jahre älter und ich hatte das große Glück, dass mein Papa damals schon einen Videorekorder besaß. Das war ja dann in den 30er Jahren. Und ich habe ein Video gesehen von Thin Lizzy und wusste einfach damals schon, also ich saß vorm Fernseher wirklich total gebannt und wusste, ich möchte Rockstar werden. Wusste zwar nicht wie und wann, aber es war mir vollkommen klar, dass ist genau meine Welt. Enge Hosen und auf der Bühne stehen, abposen und so, das war irgendwie, ja, Rock'n'Roll. Und ich hatte auch das Glück, in einer Generation groß zu werden, wo dann gerade so der Übergang war, ja, dass man sich Instrumente leisten konnte und dass man Musik produzieren konnte mit relativ wenig Mitteln. Ich habe noch mit Bandmaschine angefangen. Und ja, deswegen hat das eine zum anderen geführt. Weiße und schwarze Musik kamen zusammen, Rick Rubin, Rap und Rock, und dann war es um mich geschehen. Zur Filmmusik kam es. Ich bin ziemlich oft in Heidelberg und in Heidelberg gibt es ein paar grandiose Filmemacher, die vor allen Dingen Dokumentarfilme machen. Gibt es unter anderem das Along Mekong Productions Team. Das war so mit das erste Team, was in China drehen konnte als westliches Team, und in Nordkorea. Und wir hatten unheimlich großes Glück, dass ein Freund von uns diesen Leuten vorgestellt hat. Und ich hatte damals schon ein Studio und mit meinem Partner Casio Casino, mit dem ich heute noch Musik mache, mit dem ich jetzt auch gerade ein Album für Get Physical vorbereite oder Enjoy Jazz spiele. Das heißt also eine ziemlich breite Bandbreite von Musik eigentlich widerspiegelt, dass wir da halt reingerutscht sind. Und das hat gepasst einfach. Das war analog, das war ein bisschen oldschool auch. Also nicht, wie man das heute so kennt, alles ganz schnell und hektisch, und sondern ja, also wie man das in Heidelberg auch oft so macht. Alles ein bisschen ruhiger und ein bisschen, ja, weirdo, und aber mit viel Klasse. Also ich fühle mich hier eigentlich nirgends richtig zu Hause. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es auch schlecht. Aber das ist so eigentlich das Feuer, was in mir brennt. Ich kann mich nie so richtig entscheiden. Und ich will mich eigentlich auch gar nicht festlegen. Ich bin auch kein Fan von irgendwas. Das hat mal ein sehr guter Freund von mir eigentlich treffend so gesagt. Und das gilt auch für mich. Ich versuche eigentlich in alle Richtungen zu produzieren. Außer jetzt, also Kommerz mache ich nicht. Und ich mache auch ganz, ganz selten nur Werbung. Und konzentriere mich schon drauf, dass das, was ich produziere, einen eigenen Sound hat und nicht jetzt irgendwelchen Trends folgt. Ab und zu tappt man auch mal in diese Falle, dass man denkt, das muss ich jetzt auch machen. Aber meistens ist es doch schon so, dass, ja, dass ich mich da nicht festlegen lasse und dass die Releases und die Produktion, egal ob das jetzt Filmmusik oder House oder Techno, mit Bad Cop zum Beispiel, mit Alex Kotix, habe ich jetzt gerade ein Album fast draußen, das kommt im November auf Pomelo. Das zeigt auch eine komplette Bandbreite von Acid über Techno, über House, über Pop. Da ist schon fast Flamenco mit drauf. Und das ist schwierig für den Verkauf und auch schwierig manchmal für die Leute, das eigentlich so zu verstehen, was da heute Abend zum Beispiel passieren kann. Aber für mich ist das der einzige Weg, den ich gehen kann. Also es muss eklektisch sein und es muss vielseitig sein und es muss unberechenbar sein, und dann und deswegen kann ich mich dann auch nicht festlegen, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, das eine macht mir mehr Spaß als das andere. Das ist einfach so. Das macht mich raus, gell? Du musst aufpassen, du. Ich habe gar keinen iPod. Also ich hab ein iPhone. Und diese geniale Firma Apple schafft es nicht, dieses iPhone so zu konstruieren, dass man damit telefonieren kann. Es ist eigentlich nur ein Ei. Und ich nutze es auch für meinen Französischsprachkurs. Oui, 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 wow, wow. Und aber Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, da ich viel Musik produziere und dann in den Momenten, in denen man mit Freunden eine Party feiert, da möchte man dann ja auch noch Musik hören. Dann ist es eigentlich so, dass ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, keine Musik höre und mir auch nie so einen In-Ear-Kopfhörer jetzt reinstecken könnte. Das habe ich irgendwie mit 14, 13, 12, 15, 16 im Schulbus gemacht. Slayer, Anthrax, schön aufs Ohr morgens, und dann die Welt zerstört.
Und das geht heute nicht mehr. Also auf meinem iPhone ist auch alles von ABBA, Beach Boys bis Zappa alles drauf. Aber ich höre relativ wenig Musik, wenn ich jetzt alleine bin. Mit Freunden ja, aber ansonsten nicht. Ich habe 2003 auf Andreas Baumecker, das ist ein grandioser Booker und Musiker vom Berghain. Der hat ein Label damals gemacht, das hieß Freund und dann Freundinnen. Und da kam zu mir ins Studio und hat sich so die Tracks angehört und dann ist Anidia daraus entstanden. Da bin ich ihm auch wirklich unendlich dankbar dafür, dass er mich damals ja, so in sein Herz geschlossen hat. Und über diesen Weg, durch diese Bekanntheit, durch diese, also dieser Track wurde halt einfach ja, ziemlich bekannt, sage ich jetzt einfach mal so. Das war ein Riesenmonster hier, da gehen wir ab, das Stück. Und genau, dann kam Get Physical auf die tolle Idee, mich mal remixen zu lassen. Und das war Chilonis, I Don't Know. Und der Remix war, glaube ich, ganz okay. Damals fanden ihn alle untight. Der war nämlich mit echten Drums eingespielt und er war natürlich auch untight. Und aber ein echt schöner Remix geworden. Und ja, so hat es angefangen und dann habe ich die erste Maxi für Get Physical gemacht und ich war auch einer, glaube ich, der ersten Künstler, der nicht aus dieser Get Physical Familie kam. Und es hat aber irgendwie von Anfang an gepasst. Das ist einfach, ja, man muss da ganz ehrlich sagen, ich habe auf vielen Labels veröffentlicht und Get Physical ist aber so schön verrückt und liebevoll und dass das einfach irgendwie gepasst hat. Also die Jungs sind alle, ja, das ist schon wie eine Familie auch geworden und wir haben ja auch in den letzten 9 Jahren jetzt schon so viel zusammen erlebt, dass ich sagen kann, dass das eigentlich auch einer der schönsten und besten Schritte meines Lebens war, bei Get Physical überhaupt irgendwas zu machen. Wir spulen jetzt einfach mal 8 Minuten zurück. Ich bin ja kein Fan, also ich habe auch kein Highlight. Lowlights habe ich dafür ganz schön viele, aber Highlight schwierig. Viele, viele Highlights. Ich glaube, für einen Künstler, für jemanden, der Musik schreibt, komponiert und so, ist es jetzt zum Beispiel dieses Jahr ganz wichtig, dass die Zusammenarbeit mit DJ T, ich habe mit ihm zusammen sein neues Album produziert, alle seine Singles und dass das gut geklappt hat und wir noch Freunde sind nach all der langen Zeit im Studio und dass die ganze Produktion auch unglaublich erfolgreich geworden ist. Das ist ja gerade auf Get Physical in den letzten 3 Jahren, denke ich, mir das erfolgreichste Produkt. Sowas ist schön, wenn man wirklich lange, lange hart arbeitet an etwas und wirklich viel Herzblut reinsteckt und einspielt und mit Leuten zusammenarbeitet und nicht einfach nur Samples verwendet. Oder ich will jetzt auch nichts gegen die ganzen Edit-Jungs sagen, die tolle Edits machen. Ich spiele die auch gerne und freue mich über jeden Edit. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, einen Track wirklich von Null anzufangen und den dann auch wirklich zu produzieren, zu mischen, zu mastern, Kollaboration mit Vocals. Dass das dann funktioniert, von den Leuten angenommen wird, im Club gefeiert wird, das ist zum Beispiel ein Highlight. Und sowas ist dann einfach, das passiert dann schon mal 1-2 Mal im Jahr, sag ich mal. Und dann freut man sich tierisch. Aber dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich denke 2001, dass Bayern die Champions League gewonnen hat, ist auch ein Highlight, weißt du? Sorry, ja, für alle, die keine Fußballfans sind. Oder als Karlsruhe damals den Europapokal gewonnen hat, ist auch ein Highlight. Dass meinen Eltern gut geht, ist ein Highlight. Und ja, dass mich meine Frau liebt, ist ein Highlight und dass meine Hunde so cool sind, ist ein Highlight. Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, was ich da irgendwie rauspicken sollte. Wichtig ist, glaube ich, dass man frei ist und dass man gesund ist und dann kann jeder Tag ein Highlight sein, auch wenn man einfach nur in der Hängematte liegt. Und also ich denke, so Techno-Events oder so Momente im Club oder irgendwas, das ist schön, aber das ist dann nicht irgendwas, was man so besonders rausstellen müsste. Ja, was auf jeden Fall auf meiner Liste steht, ist, das klingt ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, ist mit einem Symphonieorchester was zu machen und da sind wir auch dran. Und was für mich auch weiterhin wichtig ist, ist, dass man frei entscheiden kann, was man produzieren möchte und mit wem. Und wir haben ein Album, was jetzt in der Mache ist, das erste Album, was ich jetzt dieses Jahr fertig gemacht habe für mich selbst, das war nix. Da muss man dann auch ganz einfach mal so sagen, das ist auch manchmal nichts. Hat man irgendwie 12 Tracks und man merkt, okay, das funktioniert so nicht. Und ein tolles Projekt wäre jetzt von mir, ein Haus zu kaufen,
im Grün Pferde zu haben, Esel, Tiere und ein bisschen unabhängiger zu sein von der Fliegerei und von diesem Rummel, in dem man da so reinkommt und einfach ja jedes Wochenende, Donnerstag bis Montag eigentlich dann ja halt unterwegs zu sein. Und es ist schön, aber es ist ja, also es wäre toll, wenn man eigentlich so sein Leben ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, einfach ein bisschen stressfreier machen kann. Aber Stress ist ja auch schon wieder ein blödes Wort, weil es ja, also es ist eigentlich kein Stress, was ich habe, aber ja, also das Leben so ein bisschen mehr zu genießen ab und zu auch, weil man, ich glaube, das ist heutzutage in der Zeit, in der wir leben, auch echt ein großes Thema. Man hört ja auch jetzt Burnout überall, jeder hat einen Burnout und so. Obwohl es uns ja so gut geht, wie glaube ich noch nie jemand zuvor, jetzt gerade in der Schweiz oder in Deutschland, wir leben ja in einer unglaublich tollen, was klingelt? Warte mal, pass mal auf jetzt hier. Ah ja, das ist der Wecker. So sieht das nämlich aus, es ist jetzt 1.30 Uhr, andere Leute, die feiern jetzt, ne? Und deswegen, das ist so, ja, es ist manchmal wirklich schwierig zu sagen, es ist alles toll oder es ist alles schlecht, aber so ein bisschen sagen zu können, ich ziehe mich jetzt mal raus und ich weiß genau, dass ich im halben Jahr wieder später zurückkommen kann, das ist heutzutage einfach sehr schwierig, weil die Halbwertszeit von einem Künstler oder von einem künstlerischen Produkt wird immer kürzer. Auch wieder iPod, erste Frage oder zweite Frage, was ist auf deinem iPod? Bei mir ist so viel Musik auf dem iPod oder bei mir in meinem CD-Schrank, die schon so alt ist. Und vielleicht, weil ich auch schon so alt bin. Und ich sehe einfach heute so ein Track oder ein Künstler, der dann auch zum Beispiel Künstler des Jahres war, innerhalb von einem Jahr wieder irgendwie ganz unten angekommen ist. Und das macht mich schon ein bisschen kirre. Also ein Projekt wäre für mich jetzt einfach zu sagen, dass man das, was man jetzt macht, ohne diesen Megadruck noch lange weitermachen kann. Das wäre super. Aber das ist halt einfach ein Wunschtraum. Und deswegen muss man da immer hart arbeiten, dranbleiben. Und das ist manchmal schon richtig harte Arbeit. Die meisten denken ja, DJ oder Producer, die fliegen die ganze Zeit nur durch die Weltgeschichte und alles ist super und so. Das ist ein richtig harter Beruf. Deswegen also überlegt euch lieber zweimal. Ab zur Credit Suisse. Nee. Berge, See, Tina Turner, Goldküste. Unglaublich flashiger Ort, weil also ich habe selten solche Off-Locations gesehen, in die man so viel Liebe reingesteckt hat, auch soundmäßig. Wenn ich jetzt hier die ganzen Bassfallen sehe und sehe, wie man diesen Raum hier akustisch gestaltet hat, Respekt. Wenn du sagst Vinyl, sag ich digital. Und wenn du sagst Vinyl, sag ich Vinyl 100 Jahre und digital erst ein paar Jahrzehnte. Und deswegen allen Formaten, die kommen, genügend Zeit geben, sich zu entwickeln. Und nicht zu schnell urteilen. Aber Vinyl ist ein unglaublich warmes und angenehmes und tolles Format, was auch mit viel Handwerk verbunden ist, wo viele Arbeitsplätze dranhängen. Und deswegen ist es total wichtig, das auch weiter am Leben zu erhalten. Entschuldigung? Also ich gebe ja sehr wenig Interviews und hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr zwei ganz süße Knuddelbärchen seid. Und deswegen bin ich hier und gebe heute hier ein Interview zu unchristlichen Uhrzeiten. Und ja, herzlichen Dank. 84. Ja, das war Lopas für Room 84.